Wir reden wirklich von one family, drei Churches. Wir reden nicht von one church, three locations, wie das viele Gemeinden machen. Denn wir wollen nicht irgendwie Zürich so als Zentrale und dann haben wir kleine Satelliten drumherum. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die so von einer größeren Gemeinde getrieben wird, gesteuert wird, regiert wird. Denn wir glauben echt an das Kleine. Das war ja auch letztes Jahr einer unserer Slogans während der Pandemie. Im Kleinen passiert ganz Großes. Und ich glaube, als große Gemeinde profitiert man auch, wenn eine Kleine mit einem unterwegs ist. Wir haben ein großes Ziel mit dem, was ich euch aufzeichne. Einfach, dass ihr begreift, wie wir als eine Familie funktionieren. Die Idee ist, eine hohe Autonomie von jeder einzelnen Gemeinde zu haben und gleichzeitig eine hohe Verbundenheit. Und das, glaube ich, macht eine gesunde Kirche, ein gesundes Miteinander aus. Also ich fange jetzt mal an zu zeichnen. Ich hoffe, ich schaffe das ohne zu viele Fehler. Wir haben momentan, ich mache das jetzt einfach mal so visuell, wir haben drei Gemeinden, Horgen, Werdenswil und Zürich. Das sollen dann auch drei einzelne Vereine werden. Das heißt wirklich, weil wir wollen lokal Gemeinde bauen. Das ist uns ganz wichtig. Was auch Fakt ist, jede Location hat eigene Location Pastors, also lokale Pastoren, die wirklich verantwortlich sind für das Geschehen vor Ort. Und was wir dann eben auch haben ist, jede Location hat ein Core-Team, ein Kernteam, das wirklich verantwortlich ist für den lokalen Gemeindebau. Weil wir wollen an jedem Ort eine blühende Gemeinde sehen. Und das heißt, es braucht auch eine lokale Leiterschaft, wo das passiert. Das Core-Team ist verantwortlich für Care und Connection, das heißt die ganzen pastoralen Beziehungen, für die Integration von neuen Leuten, für die Begleitung der Gemeinde, für die Entwicklung von Menschen. Sie ist verantwortlich, ich kann das auch noch hinschreiben, für Kleingruppen, das ist ein wichtiger Bestandteil, oder auch Communities, die wir haben. Das sind so Lebensphasen oder Interessengruppen. Die sind auch verantwortlich für den Gottesdienst und natürlich damit verbunden auch die verschiedenen Dienstgruppen. Also das gehört in das, was das Core-Team macht. Ich gehe jetzt mal noch weiter, weil wir glauben, und das habe ich ja vorher gesagt, dass wir nicht nur eine Kirche sind für eine Stadt, für eine Region. Wir wollen eine Struktur haben, das XY noch gegründet werden kann, dass XY sich auch noch in unsere Familie einheiraten kann, weil wir wollen einen Rahmen schaffen, wo wir als Pastoren nicht überarbeitet sind, sondern wo wir wirklich auch, ist eine große Not im Fall von vielen Gemeinden, die so isoliert sind, die alleine kämpfen. Wir wollen einen Rahmen schaffen, wo Neues entstehen kann, aber auch Bestehendes, das am Sterben ist, irgendwie aufgenommen werden kann. Jetzt gibt es dazu so einen Unterbau. Als wir angefangen haben, darüber zu reden und wie das genau aussieht, wie wir uns organisieren wollen als One Family, Three Churches, war dieser Mal hier oben. Aber eigentlich ging das gegen unsere Überzeugung, denn wir glauben echt, dass Kirche nicht top-down sein sollte, eine Struktur, wo von oben her kommandiert wird, wie es geht, sondern biblisch gesehen dienende Leiterschaft. Und es soll das Fundament sein, es steht auch im Epheserbrief, dass die Kirche auf die Apostel und auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist. Und das ist wirklich so, dieser Unterbau, dazu gehört das sogenannte A-Team, das apostolische Team. Ich sage gleich etwas dazu, das ist der fünffältige Dienst, ein Team, das wirklich dazu hilft, dass sich die Gemeinde entwickelt und auch eine Verwaltung, die Stabilisation in das Ganze, Stabilität in das Ganze hineinbringt, damit hier lokal wirklich nicht viel Organisation passieren muss, sondern dass wir hier mit Menschen arbeiten können, Menschen erreichen. Das ist wirklich unser Ziel. Noch etwas zum apostolischen Team. Ich liebe, was es heißt in Epheser 4.
Das ist eigentlich die Stelle, wo wir als Equippers auch unseren Namen herhaben. Und da steht geschrieben, dass Christus der Gemeinde fünf Gaben gegeben hat. Das sind die Apostel, das sind die Propheten, das sind die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Und die haben die Aufgabe, Folgendes zu tun, die Menschen auszurüsten, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Zum Ziel, ganz einfach, dass Einheit geschieht in der Gemeinde und dass wir zu einer Reife kommen, die Christus in seiner ganzen Fülle verkörpert. Was für ein Auftrag, was für eine Herausforderung. Also das ist die Idee von dieser Leitung, wo ich, das wird mein Teil sein mit einem Team, das wir da herumbauen, um die einzelnen Location zu stärken. Es geht dann weiter. Jetzt kommt eigentlich noch was oben drüber kommt. Wir sind Teil der Bewegung Plus, schweizweit, das ist unser Dachverband. Die sind auch da wirklich als Schirm, als Schutz, wenn irgendetwas Dummes laufen würde unter uns, die können eingreifen, aber es ist auch nicht nur für den Worst Case, sondern wirklich auch, wenn das gute Dinge passieren, weil wir sind gemeinsam vernetzt in der Schweiz. Aber wir haben noch einen zweiten Schirm über uns, ein zweites Covering, das ist Equippers International, dieses Netzwerk. Und somit sind wir auch weltweit verbunden und können zusammen Gemeinde bauen. Jetzt kommt der Teil, der uns wirklich ausmacht. Und das ist wirklich einzigartig. Ich kenne momentan in der Schweiz eigentlich keine Gemeinde, die so auf diese Verbundenheit wirklich funktioniert und trotzdem eine so große Autonomie gewährt den anderen Gemeinden. Und ich glaube, das ist eben gesund. Es gibt Gemeinden, die arbeiten eng zusammen, aber es ist dann immer die größte Gemeinde, die diktiert, wie es läuft. Die hohe Verbundenheit, die wir als Gemeinde haben wollen, das sind die Querverbindungen. Und zum Beispiel wir als Pastorale, alle Pastoren zusammen, wir treffen uns wöchentlich. Wir beten eine Stunde zusammen am Montagmorgen um 7. Wir essen eine Stunde lang Frühstück, weil wir gute Freunde sind und auch Spaß zusammen haben wollen. Wir arbeiten gut 1,5 Stunden zusammen. Und das Tolle ist, auf dieser Ebene, wir ergänzen uns gut. Wir glaube, der Gewinn ist wirklich auch eine Entlastung von einzelnen Pastoren, die so viel Gewicht tragen müssen. Wir helfen einander. Ich glaube, der Gewinn ist, dass wir Synergien nutzen, dass wir die Gaben ergänzen. Wir sind so einseitig als Pastoren. Jeder von uns ist irgendwie alleine nicht gut genug für eine Gemeinde. Es ist einfach so. Es stärkt das Miteinander. Das ist der Gewinn. Es gibt keine Einzelkämpfe. Ich glaube echt, wir sind eine gute Prophylaxe gegen Burnout, weil Pastor sein ist einer der meistgefährdeten Jobs, in dem Sinn für Burnouts. Es stärkt das Miteinander, die gemeinsame DNA, die Multiplikation der DNA. Es hilft uns auch, Ausbildungen zu machen, dass wir einander schulen. Und was ich echt glaube, es gibt ja dann ganz verschiedene Verbindungen, nehme ich zum Beispiel auch bei den Communities, gibt es Querverbindungen, wie zum Beispiel bei Youth. Bei Youth, da machen wir lokale Jugendgruppen, weil wir wollen wirklich an jedem Standort wollen wir eine Jugendgruppe sehen, die aufblüht. Aber die machen gemeinsame Jugendgottesdienste einmal im Monat, weil es kleine Gruppen sind, die dann mal etwas Großes machen können. Und es ist so gut für junge Menschen, speziell wieder mal Teil von etwas Größerem zu sein. Oder zum Beispiel bei den Dienstgruppen, da gibt es ganz verschiedene Querverbindungen, wie Beispiel im Worship, dass die Worship-Leiter einmal pro Monat zusammensitzen und auch einander ermutigen und auch zusammen planen. Oder was jetzt schön ist, zum Beispiel Werdenswil und Horgen starten zusammen Worship-Band-Proben, weil man einfach zu wenig wäre, um das alleine zu machen. Da gibt es tolle Querverbindungen. Und das ist alles eigentlich freundschaftlich. Da wollen wir nicht irgendeine Struktur aufdrücken, sondern dass das wirklich freundschaftlich passiert. Das ist das Einzigartige. Also wir sind eigentlich vertikal sehr autonom organisiert. Aber was uns verbindet, sind die Querverbindungen und natürlich auch irgendwie das, was das Ganze stärkt
stabilisiert und vor allem ermöglicht, dass hier wirklich Gemeinden aus dem Boden schießen können und wachsen. Das ist wirklich unser Herz. Ich möchte noch etwas zum Worst-Case-Szenario geben. Es hat in letzter Zeit diverse Schlagzeilen gegeben von Gemeinden, die auseinandergebrochen sind, größere Gemeinden, einfach weil es zu Streit kam oder weil der Pastor etwas Dummes gemacht hat. Das ist normal. Aber wir wollen wirklich nicht eine Gemeinde bauen, wo irgendwie an einer Person hängt alles und wenn die aus dem Bild ist, dann fällt alles zusammen. Ich sage einfach, wenn das Worst-Case-Szenario wäre, wenn ich plötzlich weg vom Fenster wäre, wenn mich der Herr jetzt nach Amerika berufen würde oder was auch immer, oder wir uns irgendwie zerstreiten, wenn das wegfallen würde, dann hätten wir einfach autonome Gemeinden, die unter dem Schirm von B-Plus und Equippers funktionieren und vielleicht würde die Zusammenarbeit etwas leiden. Ich hoffe, dass trotzdem genügend Verbindungen da sind, wo man einander stärkt. Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber wir wollen einfach etwas Gesundes bauen, weil es braucht gesunde Gemeinde. Und wir werden ja die gesündeste Gemeinde der Schweiz. Amen!